Ja, wir gucken mal, wir schauen mal, wie weit wir hier noch fahren können. Aber ich glaube, hier wird dann gleich Ende sein, weil wir ja schließlich die Höhle entdeckt haben. Aber soweit wir hier fahren können, soweit fahren wir auch. Ach, guck einer mal an. Hier gibt es eine Durchfahrt. Na, das ist ja mega cool. Ja, was ist denn das? Das ist ja der Hammer. Wird mir hier gar nicht angezeigt. Leider weiß ich nicht, wo ich bin, ne? Wir fahren hier einfach weiter. Das ist ja mega cool. Durch einen riesigen Eisberg durch. Sind wir hier durch oder was? Ich bin gespannt, wo wir hier rauskommen. Und was wir hier entdecken. Ich meine, die Insel ist nicht so krass groß, ne? Aber trotzdem kann man hier doch relativ auch einer längeren Spielzeit schon einiges noch entdecken. Ja, das sieht doch super cool aus hier. Schick. Schick, schick, schick. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Ja, Wahnsinn. Okay. Das ist ja mega cool. Okay, 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 geil, geil, geil. Ich bin immer noch nicht so die richtige Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet sind. Aber wahrscheinlich schon eher... Ah, hier bin ich wahrscheinlich durchgefahren, wa? Bei diesem Eisblock bin ich jetzt durchgefahren. Kann das sein? Kann das sein? Mal gucken, ob das hinkommt, was ich meine. Da ist Nava hinten. Guck mal, da sieht man die Kuppel von der Stadt. Also das muss irgendwo, ich glaube, das muss dieser Block sein hier, oder? Schön. Müssen wir uns den Weg dann merken vielleicht. Das wäre schon cool. Falls man da nochmal hin muss. Okay, okay. Ah ja, okay. Also, wenn man... Hier müssten wir jetzt, wenn wir durch den Bogen fahren, müssten wir, glaube ich, so... hier fahren wir durch wahrscheinlich jetzt und dann kommen wir zur Schnellhufküste, oder? Das müsste doch der Weg sein.
bin ich schon mal lang geschippert. Und da sind wir wieder bei Nava. Sehr, sehr schön. So, jetzt die Sache. Können wir, wenn ich hier schon an dieser, an einer Steinquellküste, bin ich hier schon mal lang geschippert? Genau, rechts von mir ist jetzt die Schnellhufküste. Das können wir mal gucken. Wenn wir jetzt hier schon auf dem Wasser sind, dass ich jetzt hier einfach nochmal nach rechts die Küste entlang fahre, wenn das geht. Das mit dem Umdrehen und dass man dann in die andere Richtung fährt, wenn man sich nur umschauen möchte, ist das immer ein bisschen komisch, aber wir bekommen das alles hin. Da oben sieht er, zwischen sozusagen der Sonne und dem Mond, den ich mal als Mond bezeichne, also den anderen Planeten. Dazwischen, da ist doch irgendwas oben auf dem Berg drauf. Das wird der höchste, also das Gipfelkreuz vielleicht sein oder sowas in der Richtung. Ja, wie spät haben wir es überhaupt? 10.20 Uhr, also früh am Tag. Wir haben ja geschlafen. Haben die Quest mit der Eishöhle lösen können. Alles wunderbar. Jetzt, wo könnten noch die heißen Quellen sein, ne? Das ist noch so die Frage. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, was geht denn hier ab? Also ich muss das hier ein bisschen erkunden, ne? Achso, wird man hier, das ist dieser Bereich, oder? Ne, ich bin noch nicht an Nava vorbei. Ne, das kann es nicht sein. Das ist irgendwo hier drin. Eine kleine Einbucht. Eine kleine Bucht. Ja, okay. Na, dann fahren wir weiter. Tja, jetzt kommt man natürlich jetzt, sagen wir mal, inhaltlich in dem Spiel jetzt nicht besonders weiter, aber wir schippern jetzt einfach die Küste entlang, ihr Lieben. Ist so, wie es ist. Wir haben gesagt, wir nehmen uns hier alle Zeit der Welt, um das hier alles in Ruhe zu erkunden. Und das machen wir auch. Wir fahren mal hier außen an diesem kleinen Felsen vorbei. Jetzt sind wir hier hinter den Anbaugebieten von Nava, ne? Also diesen, wo wir auch arbeiten können. Ich weiß nicht, ob das Weinfelder sind oder was vergleichbar ist. Oder die sind das die Wurzelanbausachen oder die Teepflanzen, oder? Ich weiß es nicht. Es war doch irgendwo, hatte ich gesagt gehabt, das war aber auf der ganz anderen, genau, wir hätten hier oben bei den Tiffmore-Klippen, habe ich doch irgendwo, hier ist die eine Höhle und wir haben irgendwo, hier war doch ein Bereich gewesen, wo ich gesagt habe, dann will ich nochmal hin, weil da eine Treppe runterging, die kaputt war. Jetzt einmal komplett rumschippern wird natürlich sehr lange dauern. Wir können auch gleich mal zu dieser Mühle fahren. Das machen wir auch. Ich will aber jetzt erstmal ganz kurz hier auf diese kleine Insel rauf. Warum? Weil wir es können. Weil es schön ist. Ja.
Gibt es nix, aber... Aber was soll's? Also nix zu finden oder so anscheinend. Legen wir wieder ab. Moment mal. Moment mal, kommen wir hier. Was ist das denn? Es sah aus, als ob man da reingehen könnte, aber ja, ist nicht der Fall. Manche Sachen sind so ein bisschen texturmäßig, ein bisschen buggy. Okay. Einmal die Insel umrunden. Gibt es dafür ein Achievement? Wäre eigentlich auch eine Option, ne? Also ich bin jetzt am östlichen Turm. Und schipper die Küste weiter entlang. Also wie gesagt, diese heiße Quelle, die haben wir, das ist nicht umsonst, ist die auf der Karte drauf, die haben wir erkundet. Aber ich habe doch schon drei entdeckt. Wo war denn die dritte gewesen? Achso, die dritte ist deshalb auf der Karte nicht zu sehen, weil die in der Höhle war. In dieser Höhle hier oben, beim Tifmar, in den Tifmar-Schluchten, da war auch eine heiße Quelle drin gewesen. Besonders bei dieser Sternhöhle, die wir da entdeckt haben. Da war eine heiße Quelle drin und die ist natürlich nicht auf der Karte zu sehen, weil... Ja, die unterirdisch ist. Und wir die auf der Karte nur die Sachen sehen, die überirdisch sind. Das ist die Erklärung dafür. So, genau. Da hinten ist die heiße Quelle. Hier können wir entlang schippern. Das ist doch nett. Dann frage ich mich, war ich hier an diesem Strand schon hinter der heißen Quelle überhaupt gewesen? Unten. Ich weiß es nicht genau. Das kann man da mal kurz anlegen. Gibt es hier was? Gibt es hier eine Höhle, wo wir reinlaufen können? Ah. Rauchflügelbrucht. Neue Inspiration. Was haben wir denn hier Schönes? Stoff. Einfach nur einen neuen Ort entdeckt. Es macht es wirklich schon durchaus Sinn, auch die Küste lang zu fahren, ne? Man kommt sonst hier gar nicht anders hin. Es müsste jetzt auf der Karte markiert sein, hoffe ich. Na, das wird das hier sein. Wird aber... nicht angezeigt. Du, also... Was heißt du? Alter Digga. Nein, ihr lieben Leute. Wir fahren einmal um die Insel herum. Wir machen das einfach. Wir schippern einmal komplett um die Insel herum. Wir sind ja schon fast bei Lindo. Da hinten ist das unser Anfangsschiff, was gesunken ist. Hier könnte man versuchen, nach oben reinzufahren, aber ich glaube, das geht nicht. Das
Da ist es versperrt gewesen. Hier hat alles angefangen. Und da sitzt der Gute, der uns gerettet hat und uns aufgenommen in seiner Höhle. Ach ja, ist auch schon eine ganze Weile her, dass wir hier gestartet sind. Schön ist es hier. Einfach schön. Und wir kommen ganz gut voran. Mit dem guten Schilfboot. Da hinten sieht man schon die Tiffmore-Klippen. Mit den Windmühlen. Und dann können wir vielleicht doch noch die Orte da. Yay. Die Höhlen und so, da können wir dann rein. Vielleicht finden wir da noch eine heiße Quelle. Würde mich gar nicht so wundern. Ich hoffe auch ein bisschen darauf, dass wir dort fündig werden könnten. Ist eine Höhle, die da reingeht? Dort geradezu? Ne, ist nur eine Kontur im Fels. Okay. Na gut, dann schippern wir weiter. Ah, ja, hier ist das, genau, hier ist es, diese Treppe runter und da ist dieses Zelt. Was hat es hiermit auf sich? Hier will ich hin, genau, hier will ich hin. Da sitzt doch jemand, guck einer an. Abgelegene Bucht. Und unsere Inspiration steigt. Genau. Hallo. Warum so traurig? Hi, grüß dich. Hello. Excuse me. I desperately need your help. Please don't leave. Kein Problem. Was ist denn? I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. I've been stranded in this cove for 2 days. If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. Wie bist du dort hineingeraten? My children and I were visiting Eastshade, and we went out on the ocean for some fishing, when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. Oh, das ist aber zu mir echt leid. Ich habe sie nicht gesehen. Well, I must stay hopeful and vigilant. They must be okay. I just need to get out of this cove. Wie kann ich helfen? There's no way the two of us are going to fit in that kayak of yours. But that access ramp. If you could craft a rope out of twine, I think you could hang it from the end of the ramp. Das kann ich tun. Oh, thank you. Oh, I'm so lucky you found me. Windgeschützt. So, wir müssen also Seil herstellen. Erhaltenes Seil. Bauanleitung. Okay, also wir haben die Bauanleitung für ein Seil erhalten. Dann gucken wir uns das doch mal so an. Genau, windgeschützt. Ich habe Tanik getroffen, der in einer kleinen Höhle feststeckt. Er braucht meine Hilfe, um herauszukommen. Ich muss ein Seil beschaffen und es an der alten Zugrampe befestigen.
Zugangsrampe befestigen. Und zwar nämlich die da. Okay, dann, ups. Ne, wo ist dann... Da, Bauanleitung. Seil. Wir brauchen 4x Schnur. Ja. Okay, wir müssen... Okay. Wir müssen Wurzeln finden. Unbedingt. Und hier ist anscheinend eine Höhle. Und ich hoffe, dass wir... Ja, wohl, da werden wir nicht so viel Wurzeln finden, ne? Aber wir gucken mal. Dann kann man da ein Seil befestigen, dann klettert man da nach oben. Auch abenteuerlich auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wir sind jetzt hier in der abgelegenen Bucht. Und da gibt es einen Höhleneingang. Und da kommt dort nach hinten wieder raus. Und wir müssen diese Höhle jetzt erforschen, ihr Lieben. Mhm. Okay, wir müssen unser Boot holen. Ich verstehe. Daniel, wir kommen bald wieder zurück. Wir müssen erst einmal Wurzeln finden, um das Seil bauen zu können. Und ich muss erstmal kurz diese Höhle erforschen. Ja? Also, so viel Zeit muss noch sein. Tut mir leid. Aber ich komme zurück, ich verspreche es. So, gut, dann schippern wir mal hier lang.